Hey du, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Hogwarts und begeben uns mal zu irgendeiner Mission gewählt haben, die dir drin sich befindet. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Ihre Eule erwähnte, Sie brauchen Hilfe bei etwas? Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe letztens mit ihr über ihre Freundin Claire Beaumont gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle nach so langer Zeit ihre Briefe noch? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Megapower-Tränken? Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Megapower-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Okay. Wir finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Wir versuchen mal... Das ist aber weit nördlich. Halt, Weltkarte. Und dahin zu reisen. Nee. So, jetzt passt. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Da ist er. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich Sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes.
Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Erinnern Sie sich, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von Ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Sirona sagte, dass sie, als sie in Hogwarts war, in den Sommern bei Ihnen gewohnt hat. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Wie viel Spaß wir hatten, wenn Sie und Ihre Freunde uns besucht haben, wie Sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Haben wir die nicht schon gegeben? Komisch. Ich überlege, ob wir hier schon mal waren. Ich meine nicht. Ich habe neulich. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Vielleicht schaue ich mich bald auch noch mal nach Hause um. So. Gehen wir rein in die gute Stube. Es ist Sprottle die Horklumpe gegeben, aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Das mit dem Licht wird nicht funktionieren. Lomas. Nö, dann dürfen wir es kaputt machen. Confringo! Müssen es. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Revelio! Confringo! Sehr gut. Ich hoffe, dass das hier nicht ausgeht. Das wäre sehr ungünstig. Ansonsten sehe ich hier in dem Raum nichts. Dann können wir wieder raus. Und gerne die restlichen Kram suchen. Ach, die Höhle hätte mir schon eher entdecken sollen. Die ist echt groß. Da ist nix. Confringo. Hier geht's runter. Wo geht's hier hin? Ah, da liegt. Na doch, hier hinten wäre was. Da kommen wir einmal irgendwo hoch. Sehr gut. Gehen wir hier lang. Oh, ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ist doof, dass der 31 ist und wir dementsprechend dicht. Confringo!
halt. Hier kleinen Kohle. Hua. Das war gut. Sehr schön. Vielen Dank an die Kohle, die war echt gut. Hier ist meine ich nichts. Wenn wir wieder in Hogsmeade sind, können wir gerne noch ein bisschen Zeug kaufen, um... Ist hier irgendwas? Ah, da geht's auch lang. Da ist nix. Ich werde noch einmal eins zurückgehen. Und dann gehen hier ein Stückchen nach. Hier. Um das hier hinten zu sammeln. Lumos. Ruhe. Noch so ein bisschen andere Kram. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Sehr schön. Haben wir schon mal einen. Zweiten. Dritten. Das müssen Sironas Briefe sein. Na? Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Okay. Gehen wir und bringen ihr den ganzen Kram. Hier ist eine Kiste, die holen wir dann gegebenenfalls später. Oder wollen wir doch mal dahin? Da sind noch ein paar Gegner. Ich habe bei einem Dorf einen Dirico-Bau entdeckt. Da habe ich schon leisere Zentauren gehört. Bist du das, Roiland? Oh. Das Glück hatte ich. Protego. Contringo. Puls. Was ist meine Lauf? Sandy. Der fällt runter. Contringo.
Zack. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Einfach mal einen Ambus abbekommen und dann... Sehr gut. Kann mich auch verschwinden und dementsprechend reisen wir schnell nach Hogsmeade, um die Mission abzugeben. Wir starten mal hier vorne und gehen gerne einmal in den Laden, wo wir den Zauberzubehör kaufen können, um mal zu sehen, was es dort noch gibt und dann zu gucken, was wir noch so benötigen. Hier ist eine Kiste irgendwo, hier ein Häuschen. Stufe 3. Hallo, Homura. Läuft. Hamas, yep. Das ist nicht die Kiste, die wir eigentlich suchen. Da gibt es noch eine weitere. Und diese. Ah, die hier hinten, die kleine. Ich sage immer Kisten, meine Truhen. Brauchen wir noch eine Matte? Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Sprottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Über einige der Briefe habe ich mich gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie beide scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja. Sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Da war ein Brief von einer gewissen Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht, eine meiner besten Freundinnen. Es wird ihr sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. In einem der Briefe wird Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black nie verzeihen, dass er dieses Jahr alles abgesagt hat. Wir hätten gemeinsam Ravenclaw anfeuern können. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Okay, da hinten ist noch was zum Sammeln. Das machen wir gleich mit. Revelio. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vorhin haben. So, und jetzt wollen wir bei oben noch was. Okay, da liegt ein Sack. Ansonsten noch ein
Rover. Da ist auch noch was. Waren wir schon mal hier oben? Die hat sich gelohnt. So, wir möchten noch einmal ganz kurz nach hier gehen und ein bisschen was kaufen. Okay, jetzt so nach kurzem Gucken hätte ich auch so geschafft. Na gut. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Wir... Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Reicht das Geld, was wir hatten? Ah, nicht ganz. Ach, wir können auch ein bisschen Kram verkaufen. Das machen wir einmal, aber nichtsdestotrotz können wir dann nicht auf das, was wir noch benötigen. Nein, halt, nein. Zwei, fünf, zwei. Der ist ein bisschen interessanter. Kaufen wir oder verkaufen wir noch was von hier? Ach komm, mach gleich mal alles weg. Wenn wir schon mal dabei sind. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfe. Okay, eins können wir noch kaufen. Ich wäre dafür das hier. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Schade, da fehlen noch 400 und ein bisschen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Aber echt viel. Okay. Machen wir heute Schluss. Beim nächsten Mal stellen wir das dann gerne einmal hin und vielleicht dann noch die Möglichkeit, dass wir hier ein bisschen zu weiteren Gold kommen. Damit wir hier noch ein bisschen was und damit wir das letzte noch kaufen können. Das ist jetzt nicht so unbedingt nötig. Nichtsdestotrotz hätte ich es gerne. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.